Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von Let's Plays bei Jokotlan Leben. Ich zeige euch heute in Dying Light etwas Bestimmtes natürlich. Und zwar wie man seine Gegenstände komplett verdoppeln kann. Das heißt, wir machen aus 5 Fackeln 200 Fackeln oder sonst irgendwas so in der Art. Als erstes müsst ihr natürlich, mit was ihr anfangen wollt, ich nehme natürlich immer Dietriche, weil davon habe ich am meisten. Die müssen ins Lager damit, alle. Damit man die nachher anwenden kann. Ich zeige es euch jetzt. So, als erstes gehen wir ins Spielerversteck rein. Und hier seht ihr im Inventar, was wir alles haben. Und ja, ich möchte jetzt verdoppelt haben die Edelsteine. Okay, dann gehen wir jetzt auf Lager. Suchen die Dietrich raus. Die sind ganz unten natürlich. Hier, 485 Stück habe ich. Dann drückt ihr nämlich X und Kreis gleichzeitig und dann müsst ihr dieses Auswahlsymbol kommen und zwar so, das verschwindet dann, warten wir kurz, okay, ist weg. Jetzt sind wir nämlich wieder im Spielerbereich, wo wir uns wieder frei bewegen können, aber wir machen nichts, sondern drücken Viereck, gehen wir ins Spielerversteck rein und da können wir jetzt aussuchen, was wir machen wollen. Ich will die Edelsteine verdoppeln, also mache ich das und drücke Dreieck. Ja, es hat funktioniert. Jetzt gehen wir wieder hier rein. So, suchen die Edelsteine, da sind sie. 485 Edelsteine haben wir jetzt. Die können wir jetzt verkaufen oder sonst irgendwas machen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen, Leute. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Und lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Ciao.